Ihr wundert euch, dass wir auf Male hier stehen und auf Male nicht mehr nach Wasser suchen? Das könnte eventuell daran liegen, dass ich aus Versehen, dass es irgendwie durch mysteriöse Umstände, also es muss irgendwie eine höhere Macht damit zu tun gehabt haben, ist die letzte Folge irgendwie verloren gegangen. Ich kann da überhaupt nichts für, es kann gar nicht sein, dass ich die aus Versehen gelöscht habe oder irgendwie sowas. Dass ich irgendwie schon alles gelöscht hatte, bevor ich dann kontrolliert habe, ob ich alles gerendert habe oder so. Nee. Sowas kann niemals, gar nie nicht passieren, sondern das müssen höhere Mächte, hier CIA, FBI, die müssen alle mit zu tun gehabt haben, dass die letzte Folge verschutt gegangen ist. Soweit ich mich dran erinnern kann, ist jetzt auch nicht so viel Spannendes passiert. Es ist nämlich so. Ich guck nochmal eben, warte, wie ging das denn hier? Boah, das ist schon voll lange her. Wasser für die Reise. Ja, wir haben das Wasser tatsächlich bekommen. Wache zu bekommen, besorge einen Wasservorrat aus der Zisterne, verlasse das Pilzfeld, ja. Das war tatsächlich, was ich dann auch geschafft habe. Wir sind quasi ja reingegangen, dann waren es nur noch quasi ein paar Meter bis zur Zisterne. Da war aber jetzt auch nichts Auffälliges. Ich mache nochmal das Inventar auf. Aber da ist eigentlich auch noch alles gleich. Also da dürfte sich jetzt nichts verändert haben. Wir sind dann nur aus der Zisterne wieder raus. Und dann habe ich mich hier hingestellt und die Aufnahme beendet. Weiß ich nicht, sonst war eigentlich nichts in der Folge, also was ihr groß verpasst haben könntet. Tut mir halt auch sehr leid, dass irgendwelche bitteren Mächte. Nothing to do there right now. They just get me in a heap of shit. Ja. Das waren halt die finsteren bösen Mächte, die da irgendwie mit zugange hatten, dass wir, dass ich das nicht mehr machen konnte. Also dass die letzte Folge weg war. Aber hey. So konntet ihr eine ganze Folge Langeweile überspringen. Und ich weiß überhaupt gar nicht mehr, ich musste mit irgendjemandem sprechen, aber ich weiß nicht mehr mit wem. Und dann beginnen wir nämlich unseren Ausbruch. Aber mit wem? Und vor allem komme ich wohl noch mit dem Kampfsystem klar. Hey Roy, what can I do for you? Wenn du immer noch mitkommen willst, wir gehen jetzt. We're almost ready to leave this hole. Go tell your guard buddy that the dusts are gonna mutiny. That'll create a diversion. Okay, you can count on me. Meet you back at the train? Later, Jay. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt draus wird. Wir brechen auf. Nachdem der Zisternenbereich geladen hat. Ich bin gespannt, ob uns nicht irgendwer noch verrät. Michael Jackson kommt! Ja. Okay, es ist nicht Michael Jackson. Michael Jackson könnte nicht so zuhauen. Bam, bam, badam. Ein wilder Kampf entbrennt. Oder ist schon lange entbrannt. Die Dust erheben sich gegen die böse Herrschaft der noch heilen Menschen. Gib ihm! Ich hätte schöner gebrüllt. So, ich bin Roy Temperance. Und wir fliehen jetzt. Gehe zu Jay, um die Flucht zu beginnen. Haben wir getan. Jetzt prügeln wir hier. Ich bin mir überhaupt gar nicht mehr so sicher. Ach genau, ich wollte... Ich werde dir helfen. Ich weiß, also ich schlag gerade nur zu, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier ging mit, also ja, zwei war Sandstreuen, eins war das Schießen, aber ich konnte doch irgendwie... Alter. Da können wir eine ganze Menge mitnehmen hier. Ich hoffe, das Inventar geht nicht irgendwann voll. Legierung, Metallschrot und Nagelmunition. Komm und einen nehmen wir uns hier noch zur Brust.
ziehen wir uns einfach ein bisschen Serum auf Flasche. Die haben es ja nicht anders verdient. Welche Richtung muss ich eigentlich? Wir nehmen aber dann immer nur einen, dann haben wir halt zwar immer so ein bisschen. Können wir die nicht raus? Achso, nee, die kämpft sowieso und die kämpfen eh alle. Okay. Wir flüchten. Ich glaube, ich muss mal gerade ein bisschen lauter machen, das ist so verdammt leise hier. Das Kraftwerk betreten. Oh ja. Wir betreten das Kraftwerk. Hier. You know the place a bit. What can you tell me about it? They let me walk around here. So I did, and I blocked off the walkways. It's not much, but it should mean that we won't have guards shooting down at us from up there. I also took a few things I had in a crate a bit further on. They didn't see a thing. Well, looks like you didn't completely waste your time. Well done. Now we gotta cut the transformer. Come on, let's go. Da hat er echt mehr gemacht, wie ich dachte. Achso, der gehört zu uns. Ah, okay. Der andere wirkte so, als wenn er auch Gefangener wäre. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie man Deckung durchbrechen gemacht hat. Ach, mit F. Ah, okay, alles klar. Dang, that's where I hid the stuff. I don't know if it'll be any use, but you never know. Na, schauen wir mal, was wir hier haben. Mist, Munition und ein paar Komponenten. Naja. Hätte ich mir Besseres vorstellen können, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich habe gerade mal überlegt, ich könnte ja auch schleichen, ne? Aber wer will das eigentlich? Von wegen, ich bin viel schneller, du Mädchen. Aber Bob! Nicht Bob! Sorry, Bob. You won't be coming along. Aber Bob! Das tut mir total leid für Bob, jetzt mal ernsthaft. Ich mochte Bob. Armer Bob. Aber man fühlt sich irgendwie auf Anhieb wieder zurecht in dem Spiel. So, sprinten können wir auch. Heiltränke. Heiltränke haben wir noch 3 Stück. Das ist hervorragend. Da haben wir noch eine Kiste. Immer brav alles durchsuchen. Komponenten haben wir da auch schon wieder einen ganzen Schwung voll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es jetzt lang geht. Wo muss ich denn lang? Da nicht. Da nicht. Ich kann doch auch irgendwie schleichen, ne? Ach, mit X, okay. Okay. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen hier. Seht mir das ein bisschen nach. Ich gebe mir Mühe. Bringt wahrscheinlich überhaupt gar nichts mehr. Flüchte mit dem Zug. So, da können wir, glaube ich, dann drüber. Hier gibt es nichts mehr, da gibt es nichts, da gibt es auch nichts. Hinunterklettern! Höhe! Höhe, Höhe! Ich bin gerade so, ich weiß jetzt überhaupt noch gar nicht, was mich hier so erwartet. Deswegen, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen stiller. Wir schleichen. Heilungspaket, das ist ja super. Nein! Wir wurden entdeckt. Okay, schleichen bringt nichts mehr. Denn immer mein Druck um die Ohme. Wo bin ich? Verschwinde! Verschwinde! Bastard! Au! Au! Wer will denn hier auf mich schießen? So, den haben wir die Sicht aber ganz gewaltig vernebelt. Zack, und ab in den Arsch hier. Zack.
Das hast du davon. Und weil du mir auch noch geschadet hast, töte ich dich nämlich komplett und saug dir nämlich das Serum aus den Adern. Das hast du davon, elender Hund. Da 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 da. So, wo muss ich denn jetzt lang? Erstmal alles plündern, 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 plündern. Vor allem, ohne Scheiß, ich bin echt mal gespannt, wie lang das Spiel geht, weil wir haben ja schon ein paar Folgen hinter uns. Und ich bin mal gespannt, wie weit das noch geht. Weil, falls das jetzt wirklich so quasi die Vorgeschichte und alles war, dann kann ja noch ein ganzer Schwung kommen. Vor allem, es muss ja eigentlich gewesen sein, weil zum Beispiel diese Magie, die es hier gibt, die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Oh oh. Genau, was ist eigentlich hier mit diesem komischen Wärter von der Bahn? Alles klar. Nicht von der Bahn, von der Gefängnisanlage hier natürlich. Hi nun. Well, well, Mary was right. It would seem our genius prisoner is seeking to part company with us. Natürlich. That would explain all of the inconveniences we've been experiencing lately. I suggest you surrender, sir. You know I cannot let you escape, and that I have the power to stop you forever. Der hat mich Sir genannt. Beachte die Tür, Kleiner. Bereit zu kämpfen, Kleiner. Halt dich raus, Kleiner. Beobachte die Tür, Kleiner. If anybody shows up, stop them. Jetzt kommt bestimmt irgendwie zum Vorschein, dass wir auch schon mal irgendwie so ein bisschen was von der Technomantie gelernt haben. Ihr Hunde! Au! Jetzt wart doch mal! Alter! Okay, es ist schon ein ganz schön harter Kaffee. Jetzt hör auf mit sowas hier. Hallo. So. Ey, ich finde das total uncool, was der hier macht. Alter. Okay, das muss ich irgendwie anders lösen, das Problemchen. Das muss ich irgendwie taktischer angehen. Verdammte Kacke. Misto Fuku. Fuku no Muko. Buku no Buku Buku. Ja, ja, haben wir schon gesehen. Ich kenne ihn schon. If anybody. Au! Alter, das ist total unfair, wenn ich davor nicht fliehen kann. Boah, bewege ich dich. Ja, ich steck fest. Ich steck fest. Jetzt, Alter, Alter, ich kann mich nicht bewegen, Alter, der mit seinem Blitzmuckefuck da, ne? Diese blöde Schwuchtel da hinten. Entschuldigung, ich habe natürlich nichts gegen Schwule, aber der Penner, der regt mich gerade richtig auf. Weil, wenn der mit seinen bescheuerten Blitzen schießt, was der jetzt gerade in einer Tour macht, da kann ich leider nichts gegen tun. Weil ich muss mich leider nur mal halt auch um die anderen kümmern.
Wirf Sand! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, oh. Hey, wo kommt der Blitz denn jetzt weg? Okay, wir sind hochgelevelt. Wow. Okay. Okay, okay. We've got to go now. We're gonna have all the camp guards on our asses after that. Damn, you killed a technomancer. I didn't think it was even possible. Nee, ich bin immer wieder für eine Überraschung gut. Of course you can kill them. They're human beings, you know? Lass ihn mich looten. Lass ihn mich looten. What are you doing? Are we going? Shouldn't we get rid of this thing? What are we gonna do with that? Ah, das ist wahrscheinlich der Handschuh, womit man Magie wirkt. Give us a better chance to escape. And that's what they use for their magic. All these wires? You're gonna sell them? Shit. Never thought I'd put these things back on. Put them back on? Roy, what are you saying? You know how to use these things? Yes. Now let's go.